So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem MPU-Vlog. Letzten beiden Wochen keinen Beitrag gegeben, da war bei uns Sommerpause gewesen. Ich hätte mal für die heutige Episode das Thema überlegt: Wie erkenne ich eine gute MPU-Stelle? Also nicht, wie erkenne ich eine gute MPU-Vorbereitungsstelle, sondern wie erkenne ich, dass eine Begutachtungsstelle für Fahreignung, ob die seriös ist, ob die gut ist, ob ich dort hingehen kann und besten Gewissens dann auch die MPU bestehen kann. Also welche Kriterien sollte man bei der Auswahl von MPU-Begutachtungsstellen eigentlich achten? Ich war ja selbst lange Zeit Gutachter gewesen, war ja auch Teamleiter von drei Begutachtungsstellen für Fahreignung gewesen, habe mich jetzt da nochmal so zurückerinnert. Was war mir damals wichtig gewesen, dass die Leute, die Klienten, die zu uns in die Prüfstelle gekommen sind, dass die im Endeffekt zufrieden waren? Ich habe mir da so ein paar Kriterien mal zusammengeschrieben. Wie gesagt, das ist eine rein subjektive Sicht von mir als ehemaliger Gutachter. Andere mögen das anders sehen. Das sind einfach nur meine persönlichen Erfahrungswerte aus all den Jahren MPU, die ich bislang gesammelt habe. Vielleicht so ganz kurz: Früher gab es eigentlich nur den TÜV als Begutachtungsstelle. Ja, wenn wir mal so einen geschichtlichen Abriss uns kurz anschauen. Das heißt, der TÜV war verstaatlicht gewesen zum großen Teil und MPUs, also so Fahreignungsbegutachtung, sprich medizinisch-psychologische Untersuchung, durfte eigentlich nur der TÜV durchführen. Dann kamen später eben private Träger auf. Einer davon war eben die PIMA-MPU gewesen, die dann gesagt haben: Hier, wir wollen gegen das Monopol vom TÜV angehen, und auch private Träger, private Unternehmen sollen und dürfen MPUs durchführen. Das hat dann dazu geführt, dass die PIMA-MPU meines Wissens eine der ersten privaten Begutachtungsstellen war und die TÜV-Verbände dadurch ihr Monopol verloren haben. Je mehr Anbieter es gibt, umso größere Auswahl habe ich, umso mehr kann ich schauen, inwieweit meine Kriterien da auf die einzelnen Anbieter zutreffen und wo ich mich dann letztendlich dann auch aufgehoben fühle. Und wenn ein Unternehmen privat geführt wird, heißt das absolut nicht, dass das schlecht geführt werden muss. Im Gegenteil, es kann sogar viele, viele Vorteile haben. Dazu muss man sich einfach mal die Kriterien anschauen, die ich so für mich, wenn ich jetzt zur MPU müsste, einfach zugrunde lege, um zu sagen, bei so einer Stelle würde ich mich aufgehoben fühlen. Ein erster Punkt ist sicherlich, den ich ansprechen möchte, der Preis. Das heißt, früher waren die Begutachtungsstellen, egal ob privat oder teilverstaatlicht, wie auch immer, an bestimmte Preise gebunden. Diese Preise hat die Bundesanstalt für Straßenwesen, die BAST, vorgegeben. Hat also genau vorgegeben: Eine Alkohol-MPU kostet beispielsweise 420 Euro, eine Drogen-MPU kostet 620 Euro und so weiter. Das heißt also, jede Begutachtungsstelle war an diese Preise gebunden. Das ist leider letztes oder vorletztes Jahr aufgehoben worden. Jede Begutachtungsstelle darf die Preise selbst gestalten. Und damit sind wir eigentlich schon beim ersten Kriterium, dass man sich den Preis anschaut, den man bezahlen muss, weil da gibt es Unterschiede. Teuer heißt nicht unbedingt gut. Das ist wie in der Vorbereitung. In der MPU-Vorbereitung gibt es Vorbereiter, die verlangen viele, viele tausend Euro mit dubiosen Versprechungen, wie auch immer. Ja, harte Drogen genommen, 6 Monate Abstinenz und man besteht die MPU, leg mir 4.000, 5.000 Euro auf den Tisch und du bestehst. Das muss nicht unbedingt heißen, je mehr ich zahle, umso besser ist die Qualität der Vorbereitung. Deshalb würde ich mir schon die Preise genau anschauen. Weil wenn man es so sieht, die MPU besteht aus 4 Teilen, die Begutachtung, das heißt die Anmeldung, ich melde mich an, fülle dort einen Fragebogen aus, dann kommen die Reaktions- und Leistungstests, je nachdem, ob ich jetzt
Klasse B, BE oder Lkw-Führerschein C, CE beispielsweise beantrage, dauern diese ungefähr 20, 30 Minuten. Dann kommt die medizinische Untersuchung, die vielleicht maximal 40 Minuten geht. Und dann haben wir das Psychologengespräch. Und das Psychologengespräch geht auch nochmal so ungefähr 45 Minuten, eine Stunde, etwas über eine Stunde, wenn es wirklich gut gemacht ist. Das heißt also, ich würde die Preise erstmal vergleichen. Günstig muss in dem Fall nicht unbedingt schlecht heißen, ne? Es gibt günstige Anbieter, die machen gute Arbeit. Das heißt also, das sind wirklich toll geschriebene Gutachten. Und das wäre so ein Kriterium, worauf man achten sollte. Entspricht der Preis quasi der Leistung, die erbracht wird? Das zweite Kriterium ist mein persönliches Zeitkriterium. Das heißt also, wenn ich mich bei einer Begutachtungsstelle anmelde, und auch hier sprechen wir wieder von meinen persönlichen Erfahrungen, dann ist es immer ein gutes Zeichen, wenn ich auf einen Prüftermin warten muss. Wenn die Prüfstelle zum Beispiel mir sagt, hier, Herr Müller, vielen Dank, dass Sie sich für unser Unternehmen entschieden haben. Allerdings ist es so, wir können Ihnen erst in 8 Wochen einen Termin zur Prüfung geben. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, das ist super. Weil was sagt mir das? Das sagt mir, dass diese Prüfstelle frequentiert wird, dass da viele Leute hingehen und dass offenbar das Klientel, die Vorbereiter auch zufrieden sind. Das heißt also, im Endeffekt lange Wartezeiten ist für mich ein positiver Indikator, dass man es mit einer wirklich guten Prüfstelle zu tun hat, weil dort eben sehr viele Menschen hingehen. Und ich würde eher, und das ist meine persönliche Meinung, wieder Abstand nehmen von Prüfstellen, die sagen, hier, Herr Müller, Sie können nächste Woche bei uns MPU machen. Weil das sagt mir natürlich wieder, scheinbar gehen da nicht so viele Leute hin. Das heißt, die haben eigentlich schnell Termine frei. Ja, natürlich kann man das nicht pauschalisieren. Es kann ja immer mal so Fälle geben, ja, jemand sagt gerade seinen Prüftermin nächste Woche ab, weil er krank ist, wegen Corona oder wie auch immer. Und dann kriege ich die Akte vom nächsten Klienten und denke so, der würde eigentlich an dem Tag sehr gut reinpassen. Ich rufe den mal an, ob der Zeit hat. Das ist was anderes. Aber generell hat die Erfahrung mir gezeigt, je länger man auf einen Termin wartet, desto zufriedener waren die Leute dann im Anschluss mit der Begutachtung gewesen. Das sollte man immer berücksichtigen als Indikator. Was noch ein wichtiger Indikator ist, und das wird auch oft in der Fachliteratur so in Ratgebern beschrieben, rufen Sie an bei einer Begutachtungsstelle. Wenn Sie mehrere Anbieter haben, rufen Sie an und sagen Sie, ich interessiere mich für Ihre Begutachtung und was spricht denn dafür, dass Sie es bei Ihnen machen, in Ihrem Unternehmen? Was würde jetzt spontan für Sie sprechen? Und wenn Sie da abgewimmelt werden nach dem Motto, hier habe ich keine Zeit oder wie auch immer, dann sollte man sich es vielleicht überlegen. Und aber wenn die Leute auf die Belange eingehen, ist das immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ja, das heißt also, die Verwaltung nimmt sich Zeit, Sachen zu klären. Nicht anders ist es ja auch in der Vorbereitung. Ja, wenn jemand in die MPU-Vorbereitung geht, sich für eine Therapie interessiert, dann ruft er ja auch im Regelfall beim Anbieter an und sagt, ich interessiere mich für eine Vorbereitung, was spricht denn für Ihr Unternehmen? Und daraus entwickelt sich ein Gespräch. Da würde man ja auch nicht einfach blind hingehen und sagen, hier, ich möchte Vorbereitung machen, fertig. Und wenn Sie da gutes Feedback bekommen und es für sich selbst sagen, vom Gefühl, ich habe ein gutes Gefühl, dann machen Sie das. Viele Begutachtungsstellen bieten auch Infoabende an. Generell ist es aber so, diese Infoabende sind nicht wirklich, wie das Wort sagt, Informationsabend, sind nicht wirklich informativ, sondern es ist sehr allgemein gehalten und man bekommt eigentlich in der Vorbereitung oder bei seinem Therapeuten viel ausführlichere Informationen. Es liegt einfach daran, dass Gutachter eben nicht beraten dürfen. Und kein Gutachter, der jetzt einen Infoabend hält, darf hingehen und sagen, hier, Sie müssen auf jeden Fall 12 Monate Abstinenz in Ihrem Fall machen, Sie müssen das machen oder jenes. Das darf ein Gutachter nicht, weil das ist vom Gesetzgeber getrennt. Das heißt, es gibt die Vorbereiter, die Verkehrspsychologen, und es gibt die Prüfer, die Verkehrspsychologen. Und ein Prüfer darf nicht vorbereiten, genauso wenig wie ein Vorbereiter prüfen darf, weil das hätte sonst Geschmäckler. Und deshalb ist es natürlich so, wird dort nur ganz allgemein informiert über Abläufe. Aber so ein Infoabend kann natürlich auch schon mal ein gewisses Stimmungsbild ergeben. Wie freundlich sind die Leute? Sind die kompetent? Haben die Antworten auf meine Fragen? Aber man muss auch immer berücksichtigen, die dürfen nicht beraten. Und wenn sie aber beraten,
dann würde ich vielleicht eher Abstand von so einem Institut nehmen, weil das wäre ein Verstoß. Und wenn Sie hingehen irgendwo und ein Gutachter sagt Ihnen, Sie brauchen 12 Monate Abstinenz, Sie brauchen das und das, dann weiß man eigentlich schon, der hat ein ganz klares Bild vor Augen, was er braucht, damit man die MPU besteht. Und dann ist er wenig flexibel vielleicht. Dann ist er in so starren Beurteilungskriterien drin und es lässt wenig Raum für Interpretation oder Offenheit. Und dann würde ich eher von so einer Begutachtungsstelle Abstand nehmen. Dann würde ich das eher noch mal eine Zweitmeinung über den Vorbereiter einholen, ob der das vielleicht genauso sieht. Wenn er es genauso sieht, okay. Aber oft ist es eben so, habe ich leider die Erfahrung gemacht, die Leute gehen Infoabend und ihnen wird gesagt, du brauchst 12 Monate Abstinenz, um zu bestehen. Und dann kommen sie in die Vorbereitung und ich sage den Leuten, das ist Schwachsinn, 12 Monate Abstinenz brauchst du nicht, du kannst die MPU sofort machen, du bestehst die mit kontrolliertem Trinken, also Trinken in Maßen, du musst nur was an deinem Trinkverhalten ändern. Und da tut sich oft so der Verdacht eben aufdrängen, ja, man will den Leuten noch teure Urinscreenings oder teure Haaranalysen verkaufen, weil man dann eben noch doppelt an den Leuten verdient im Endeffekt. Und das würde nicht unbedingt für eine gute Prüfstelle sprechen. Wichtig ist auch, wenn Sie dann die MPO machen, dass Sie eine Ergebnisrückmeldung bekommen. Und das ist auch der Bundesanstalt für Straßenwesen, der BAST, also dem höchsten Kontrollgremium in der Vereignungsbegutachtung sehr, sehr wichtig, dass ein Gutachter angehalten ist, Rückmeldung zu geben. Und das würde auch einen guten Gutachter auszeichnen, dass er Ihnen zurückmeldet, wie sieht die Tendenz aus. Also er kann nie sagen, ja, es geht zu 100% positiv aus oder Sie haben auf jeden Fall bestanden, weil er muss ja auch erstmal die Befunde vom Arzt abwarten, aber es sollte eine Tendenz geben, dass er sagt, also von der Seite sieht es sehr gut aus und ich habe da keine Bedenken, Ihnen ein positives Gutachten zu geben. Und er sollte auch den Mut haben, wenn es negativ wird, dass er das zurückmeldet. Weil weniger professionelle Gutachter, die verstecken sich dann immer so ein bisschen nach dem Motto, ja, ich weiß noch nicht, das muss ich mir überlegen. Dabei ist in ihrem Kopf schon ganz klar, das Gutachten geht negativ aus. Ich habe nur keinen Bock, jetzt mit dem Klienten noch zu diskutieren. Zeit ist Geld. Und dann kriegt man keine Ergebnisrückmeldung. Das heißt also, auch hier ist es wichtig, eben zu schauen, bekomme ich eine Ergebnisrückmeldung. Wenn Sie vielleicht Leute haben, die schon MPU gemacht haben bei bestimmten Stellen, dann kann man die ja auch fragen. Hier, als du damals in der MPU warst, wie war das so gewesen? Hast du eine Ergebnisrückmeldung bekommen? Das ist auch so, man kann manchmal so die Google-Bewertungen sich von Prüfstellen anschauen. Da wird oft auch geschrieben, hier, ich habe gleich nach der MPU Feedback bekommen, ich habe bestanden, alles lief gut. Und das kann man sich dann auch dementsprechend mal durchlesen und schauen, wie sieht es mit einer Ergebnisrückmeldung aus? Weil als ein guter Gutachter, als eine gute Begutachtungsstelle sollte man immer so fair sein und den Leuten eine Rückmeldung geben, wie das Gespräch jetzt gelaufen ist. Wenn wir jetzt nochmal festhalten, die Kriterien, also einmal das Zeitkriterium mit Terminen, wie schnell bekomme ich Termine? Halt mal fest, je länger es dauert, eigentlich desto besser, weil viele Leute gehen hin. Wenn viele Leute hingehen, ist immer ein gutes Zeichen. Es ist ähnlich wie im Restaurant. Wenn im Restaurant viele Leute sind, dann scheint auch das Essen gut zu sein. Zweiter Punkt, Preise. Ist es vertretbar für 3, 4 Stunden Summe XY zu nehmen? Was für ein Gefühl habe ich dabei? Wie sieht es bei anderen Anbietern aus? Und billig muss nicht immer zwangsläufig heißen, dass etwas qualitativ in der Begutachtung schlechter ist. Wichtig ist auch mal schauen, bekommt man Ergebnisrückmeldungen von den Stellen? Anrufen, mal fragen, was spricht für Ihre Stelle? Gegebenenfalls Infoabend besuchen und natürlich auch, wenn man eine MPU-Vorbereitung macht, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man dann seinen Therapeuten natürlich auch fragt, wen würdest du empfehlen, dass man so ein bisschen auf die Expertise des Vorbereiters vertraut, weil der schickt ja ganz viele Leute zu bestimmten Prüfstellen und er hat natürlich schon ein Gespür, wen man wie wo im Endeffekt hinschickt, dass man die MPU besteht. Das war es von meiner Seite aus für die heutige Vlog-Folge und dann sehen wir uns nächste Woche wieder online.